Herzlich willkommen zu Anti-Hustle Culture mit Florian Hübner, hosted by Leaders with Attitude. Florian, mit dem sprechen wir gleich. Ich bin Katrin, 50%, die Hälfte von Maike und Katrin, so stelle ich mich in der letzten Zeit des Öfteren vor. Und zusammen mit Maike habe ich vor ein paar Monaten, wir haben zusammen Leaders with Attitude gegründet. Und wie so vieles in meinem Leben haben wir das nicht, haben wir das gemacht, weil ich etwas verändern wollte, weil ich mir gewünscht habe, dass ich, als ich Führungskraft gewesen bin, dass es so ein Führungskräfteentwicklungsprogramm gibt. Es ist nämlich so, als ich Führungskraft geworden bin, ich wollte so lange Führungskraft werden. Ich dachte, wenn ich Führungskraft werde, kann ich alles verändern. Ich mache alles besser als mein Chef und meine Chefinnen. Und dann bin ich Führungskraft geworden und dann stand ich zwischen allen Stühlen. Und es ist nicht halb so glam, ach, es ist überhaupt nicht glamourös, so wie ich es dachte. Ich hatte MitarbeiterInnen, um die ich mich kümmern musste und vor allem auch wollte, Vorgesetzte, die wollten, dass ich delivere, Kunden, die Ergebnisse von mir sehen wollten, PartnerInnen, Dienstleister. Es waren so viele Bälle, die ich in der Luft halten musste. Und genauso wie viele andere auch, bin ich befördert worden aufgrund meiner fachlichen Fähigkeiten. Und es wurde weniger darauf geguckt, wie weit entwickelt sind denn meine menschlichen Fähigkeiten schon. Und so ist es in sehr, sehr vielen deutschen Konzernen, Mittelständlern, KMUs, aber auch Startups. Und das ist einer der Gründe, warum wir Leaders with Attitude gegründet haben. Nicht, weil wir irgendwie die nächste Sau durchs Dorf treiben wollen mit irgendeiner neuen Lösung, sondern hier geht es vor allem darum, die Welt hat sich verändert. Es ist irgendwie, du hast diese ganzen Bälle sowieso schon und jeden Tag ist irgendwie was anderes. Und die Fähigkeiten, die man braucht, um eine gute Führungskraft zu sein, und das heißt nicht nur Menschenführung, sondern auch in Projekten, ja, puh, ich muss kurz atmen, die man braucht, um eine gute Führungskraft zu sein, die sind ganz andere als noch vor 20 Jahren. Ja, die weichen Faktoren sind total wichtig, aber auch mit dieser Ungewissheit umzugehen können, das ist total wichtig und sich sicher und stark in seiner, ihrer Rolle zu fühlen. Deswegen gibt es Leaders with Attitude und ich gebe ganz schnell rüber zu Maike, die noch was zu den Inhalten erzählt und dann sprechen wir mit Florian. Genau, also Leaders with Attitude, was ist das eigentlich? Wir haben in dem Programm den Fokus auf drei Säulen gelegt. Wir haben zum einen die Haltung, die uns ganz wichtig ist, die Balance und die Akzeptanz. Wir glauben, mit diesen drei Säulen kann man in Führungskräften Sicherheit, Stärke und auch Leichtigkeit hervorheben und das auch weiterentwickeln. Wir haben insgesamt für Leaders with Attitude 6 Monate angesetzt, weil, wie wir alle wissen, Verinnerlichung dauert einfach eine Zeit und wir brauchen dafür auch Übung und Reflexion. Und was wir uns als Ziel gesetzt haben von Leaders with Attitude ist, dass Führungskräfte ihr individuelles Führungsbild entwickeln, eben nicht irgendeinem Idealbild hinterher rennen, sondern wirklich versuchen, ihren eigenen Führungsstil zu erkennen und zu schaffen aus sich innen heraus. Genau. Und um dieses Ziel zu erreichen, haben wir zum einen mega gute PartnerInnen uns ausgesucht, also wirklich, auf die wir alle super stolz sind, dass wir Grüße! das Programm machen. Weil alleine wollten wir das auch nicht machen, sondern wir glauben einfach, für bestimmte Kompetenzen gibt es richtig gute Leute, die wir dazu holen wollen und die auch gleiche Ziele verfolgen. Dann haben wir noch ganz neue Lernmethoden mit reingenommen, die auch insgesamt noch auf dem Markt relativ wenig vertreten sind. Und wir wollten zusätzlich auch die Räumlichkeiten ein bisschen neu gestalten. Deswegen gehen wir wandern oder wir gehen auch mal in einen Club zum Lernen, damit man einfach auch mal ein anderes Gefühl insgesamt bekommt. Und ja, wir wollen halt alles ein bisschen anders machen, aber wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann geht einfach mal auf unsere Webseite. Die übrigens leaderswithattitude.de heißt. Es geht aber nicht nur darum, also vor allem, warum wir das machen, ist, um Führung neu zu denken in unseren Köpfen. Und deswegen gibt es dieses Format. Und jemand, der das für uns eigentlich ganz gut, nicht eigentlich ganz gut verkörpert, ist Herr Florian. Und hi. Und vielleicht möchtest du dich einmal kurz vorstellen, wenn du Gerne. magst. Gerne. Also ich bin der Flo, 30 Jahre alt und ich würde es ganz ehrlich, ich finde es Hammer, dass ihr alle dabei seid. Deswegen würde ich es auch gern interaktiv machen. Also wenn wem was einfällt, schreiben oder raus damit.
Ich finde es einfach Hammer. Daniel, Jeanette, Thomas, Carsten, Christina und Chef. Anna, hallo, Sophie, einen guten. Sven, Helena, Julia, Leila, Alexa, Birgit, Emanuel, Alina, Jens, Birgit, Claudia, Franziska und Verena. Freut mich echt, dass ihr dabei seid. Und vielleicht mal ganz kurz auch zu mir. Die Katrin hat mich im ersten Satz, als sie mich kennengelernt hat, gefragt, ob ich nicht eigentlich eine Dampfwalze im Raum bin. Und, oder? Ich glaube, es war der 10. Satz. Also, es war nicht der 1. Satz. Also, kam relativ am Anfang und das hat dann sich schon in mein Gehirn gebrannt. Aber ich glaube, also da muss ich auch schon ein bisschen anders agieren. Ja? Und ich selbst habe ein Softwareunternehmen, also mit Themen wie New Work oder generell Leadership halt nur im Operating zu tun. Also was wir machen ist Softwareentwicklung für Startups, Mittelstand, haben ein Team in München und in Indien und wir haben eine große Vision. Also das heißt, man will schon sehr viel erreichen, aber gleichzeitig ist es mir auch unglaublich wichtig, die gewisse Zeit für Family, Friends, Lesen, große, große Passion, andere Themen zu haben als nur die Arbeit. Und das zu vereinen ist aber gar nicht so easy, vor allem wenn man beispielsweise neu in ein Team kommt, wenn man sich selbstständig macht. Und das war auch gewisserweise ein Prozess. Aber jetzt hat sich das bei mir schon so entwickelt, dass ich sagen kann, gut, abends, spätabends und aber vor allem auch am Wochenende bleibt einfach der Laptop zu. Und das ist was, wo ich auch ein bisschen, muss ich sagen, stolz und froh drüber bin, dass sich das über die Zeit auch ein bisschen ins Positive entwickelt hat. Ja. Da möchte ich jetzt mal direkt vom Skript weggehen. Wir hatten ja Fragen vorbereitet, ne? Transparent. Du hast gesagt, dass es ein Prozess ist. Wie sah der für dich aus? Genau das jetzt so, dass du jetzt sagst, okay, ich habe ein gutes Level an Ausgleich, Balance erreicht. Also früher beispielsweise, wenn ich jetzt in einen neuen, sagen wir mal, Job kam oder mich selbstständig gemacht habe, dann wollte ich 100% geben. Und 100% waren aber automatisch 80, 90 Stunden in der Woche durchhasseln. Und ich glaube, das... Wie bitte, Carsten? Und sorry, ich bin mit mir selber am Reden gerade. Alles klar, kenne ich. Mir war nicht klar, dass ich nicht gemutet war. Ich dachte, ich bin gerade am Kochen, deswegen. Im Guten. Deswegen war das am Anfang, muss ich echt sagen, auch sehr, sehr gut. Nehme ich mal wirklich schon mal vorab raus, weil hätte ich gesagt, ich mache jetzt, keine Ahnung, 30 bis 40 Stunden, will so was erreichen, hätte ich damals wahrscheinlich keine Kunden bekommen. Ja? Und über die Zeit aber auch war das Problem, wenn du 80, 90 Stunden arbeitest, es leiden nicht nur andere drunter, sondern auch kreativtechnisch will ich mich ja jetzt komplett entfalten. Ja, wenn ich unterwegs bin beim Wandern, wie es die Maike erwähnt hat, auf einmal hole ich tatsächlich öfters, auch wenn es nicht Arbeit ist, trotzdem mein Handy raus. Ich habe eine WhatsApp-Gruppe mit mir selber und ich hau alles rein, was mir in den Kopf kommt. Das kann aber auch für die Beziehung sein, also für sagen wir mal, private Themen, aber auch für die Arbeit. Und es wäre halt früher, hätte das nie funktioniert, wenn ich gesagt hätte, boah, ich sehe doch den anderen Kollegen, ja, ich schaue in LinkedIn rein, ich sehe den einerseits den LinkedIn Life-Coach, der zu mir sagt, ja, du musst deine Balance haben, auf der anderen Seite siehst du den Finanzguru, der zu dir sagt, ja, du musst schon was auf die Seite legen, wenn du selbstständig bist, weil es gibt keine Rente und denkst dir, ja, um Gottes Willen, dann muss ich wieder mehr in die Richtung gehen, ja, dann hast du am Ende vielleicht noch den Gary Vee Deutschlands oder von wo auch immer oder Gary Vee selbst, der sagt, du hustelst bis um 2 Uhr nachts, war auch damals gut, aber insgesamt kann das natürlich dann auch zum falschen Output führen. Und das war so der Prozess, wo ich jetzt sagen kann, gut, es geht auch mit viel weniger Aufwand, aber vielleicht nicht in den ersten Monaten, wenn man sich selbstständig macht, erstmal als Beispiel. Okay, also sagst du am Anfang zum Beispiel bei einem neuen Job oder wenn man sich selbstständig macht,
War es für dich richtig, erstmal Gas zu geben, um dann so ein gewisses Level zu erreichen, um dann zu gucken, okay, wie komme ich jetzt hier, wie kriege ich einen ordentlichen Ausgleich zum Hustlen, aber auch mit meinem Privatleben und dass auch deine Gedanken irgendwie glatt gezogen sind, dass da Raum für Kreativität ist? Ja, aber trotzdem würde ich sagen, das war bei mir so. Nur weil jemand jetzt einen neuen Job anfängt, heißt es nicht, dass er oder sie direkt, sagen wir mal, mehr als 40 Stunden arbeiten soll. Mhm. Ja, nur weil das damals vielleicht bei mir so drin war. Wenn man sich jetzt die Generation zwischen 20 und 30 Jahren anschaut, die zeigen dir einen Vogel. Die sagen, hey, ich gehe halt auch einfach dann woanders hin. Ich habe mein TikTok-Leben, mein Freizeitleben, sonst irgendwas. Ja, die lassen auch gerne ihren Stift fallen. Das hätten die... Keine Ahnung, die Boomers hätten das niemals gewagt. Musst du das auch einfach bieten. Und da kommt schon automatisch dieser Shift, also der Good Culture als Beispiel, ja, oder Leaders with Attitude, der von den Jüngeren oft schon verkörpert wird, bei Älteren vielleicht nochmal eine ganz andere Erwartungshaltung hat. Da clashen Welten aufeinander. Ich merke das auch immer wieder in Unternehmen und ich glaube, dass viele, die hier sind, das auch mitbekommen. Ich sehe Sophie, die kennt das bestimmt auch aus ihrer Arbeit, dass da so eine neue Art von, und Jeanette sehe ich auch am Nicken, eine neue Art von Generationskonflikt, alte versus neue Werte, was Arbeiten angeht. Ja. Hör mal, was sagen denn deine MitarbeiterInnen über dich als Chef? Oder was glaubst du, was sie über dich sagen? Also sie werden bestimmt lästern, das kann ich mir nicht anders vorstellen. Natürlich, das ist natürlich. Das gehört dazu. Wer denkt sich, was macht er jetzt schon wieder auf LinkedIn oder in Zoom oder sonst was? Hat der nichts zu tun oder was weiß ich, ja? Das kann schon gut sein, aber ich glaube, sie betrachten mich jetzt nicht vielleicht als der Strenge, sondern eher als der Buddy, ja? Mhm. Weil sie tatsächlich auch sagen, gut, ich habe meinen Bereich, er lässt mich in Ruhe, ich mache ihn auch ziemlich gut. Er fragt vielleicht manchmal, wie ist der Stand, ja? Aber er lässt mich eigentlich zufrieden, sagen wir es mal so. Und ich muss auch Gott sei Dank bei dem Team nicht auf den Tisch hauen. Ja? Mhm. Wenn das der Fall wäre, dass sozusagen die intrinsische Motivation gar nicht da ist, ich habe auch erzählt von Indien, also wir haben auch ein indisches Team, da ist es so, wenn es gut läuft, auch immer loben, immer sagen, es passt. Aber da, wo eben weniger dann vielleicht der Purpose dann vielleicht vorhanden ist bei einem Entwickler, ja, der im Homeoffice seit 2 Jahren ist, da muss tatsächlich öfters, es sind wirklich unterschiedliche Kulturen, wenn man dann immer nur mit positiven Themen kommt, es klappt irgendwann nicht. Ja. Das heißt, man muss auch, also ich bin normalerweise hier im Münchner Team immer sehr, sehr relaxed, eigentlich immer. Bei manchen Projektarbeiten, wenn Deadlines sind mit dem indischen Team, haue ich tatsächlich schon öfters mal auf den Tisch. Woran glaubst du? Sorry. Nee, Maike, ich habe genug geredet. Off Script halt. Woran glaubst du denn, woran das dann liegt, dass du da und anders umgehen musst? Also wie sage ich es, dass ich nichts Falsches sage? Bei uns in Deutschland ist man schon darauf erpicht, dass man schaut, gut, ist es perfekt? Ja? Passt es von der Rechtschreibung? Ist es wirklich dann? Ja? Und der Deutsche ist da mehr auf Effizienz, aber vielleicht nicht unbedingt so fleißig wie jetzt in anderen Kulturen. Der indische Kollege würde alles dafür tun, ja, dass er wirklich dich auch glücklich macht. Aber er hat die Einstellung vielleicht auch mal better than perfect. Ja? Also ist für Startups auch super, ja, zu schauen, okay, passt's. Aber hat dann vielleicht, ist einfach so, nicht gescheit drüber geschaut. Ja? Und sagt dann, gut, vielleicht merkt es der Kunde nicht oder vielleicht merke ich das nicht, dass der Rechtschreibfehler immer noch da ist. Ja? Und manche sind da vielleicht nicht ganz so gewissenhaft. Und wenn du dann siehst, bei manchen Projekten, manchen Teams läuft es einfach. Da ist vielleicht auch ein Kunde vielleicht nicht so picky und tut jeden Rechtschreibfehler irgendwie korrigieren und jeden minimalen
minimale Abweichung vielleicht direkt immer, sagen wir mal, an den Pranger stellen, dann läuft es auch ganz anders. Aber wenn das halt viele Sachen sind, dann sagt man vielleicht öfters, ja, ich lasse es mal durchlaufen und hoffe, der merkt es nicht. Und wenn man dann nicht auf den Tisch haut und sagt, mach's jetzt gefälligst, dann wird es vielleicht never ending circle. Ja? Was brauchst du dafür als Leadership, also als Leader eigentlich? Also was glaubst du, was da der Skill dahinter ist, dass du das so erkennen kannst jetzt auch für dich? Also ich glaube, es ist oft auch die Dynamik, wie du schon merkst, wie die andere Person, also ich tue mir viel leichter natürlich auch, wenn es im Office ist, als wenn es jetzt in einem anderen Land oder im Homeoffice ist, aber du merkst dann auch auf die Dynamik. Wenn du siehst, okay, da arbeitet wer dran mit Herzblut, das kannst du direkt von Sekunde 1 an spüren, ja, und in anderen Ländern hast du halt öfters eine, ich weiß gar nicht, ob wir in die Richtung gerade gehen sollten, aber hast du eine andere Hierarchie, ja, da ist das Hierarchiedenken wahnsinnig wichtig. Wenn ich da einen Superior vor seinen Mitarbeitern anmache, dann habe ich ein Problem, weil das die größte Kränkung ist. In Deutschland, wenn ich deinen Chef anmache, dann sagt er danke fürs Feedback, okay, passt. Ach, also. Im Vergleich. Sorry. Im Vergleich. In Indien ist es die Todsünde. Ja, das macht man einfach nicht. Und da wird dieses Hierarchiedenken einfach beachtet. Das heißt, man erwartet auch einen gewissen Druck, gewisse Vorgaben, die es in kleineren deutschen Startups beispielsweise nicht so gibt. Weil du dann schon schaust, hat die Person einen Verantwortungsbereich? Ist der klar? Macht es der Person Spaß? Und dann musst du überhaupt keinen Druck mehr walten lassen, weil es alles dann ist mein Job eher, die Mitarbeiter rauszuschmeißen. Aber nicht aus dem Unternehmen, sondern um 17 Uhr zu sagen, du hast einen tollen Job gemacht, aber du gehst jetzt raus und tust dich nicht in, was weiß ich, in die Website oder irgendwas, an was du dort arbeitest, komplett totarbeiten, weil es dir wirklich, du könntest bis 11 Uhr durcharbeiten oder die ganze Nacht, weil du so drin bist. Und es gibt vielleicht andere Kulturen oder auch Unternehmen, muss ich auch mal sagen, es gibt auch andere größere Unternehmen, wo du vielleicht schon ein bisschen mehr manchmal, wo dieses Intrinsische einfach nicht mehr klappt. Und da musst du einfach dann schon auch ein bisschen bossy sein, was ich Gott sei Dank meistens nicht sein muss. Ja. Maike? Soll ich weitermachen? Ja, du bist, okay. Also du bist dran, steht hier. Okay, ich habe noch Florian, was macht dir denn besonders viel Spaß an deiner Arbeit? Also am allermeisten Spaß ist das Unternehmerwerden in anderen Unternehmen. Ja, also man baut sein eigenes Baby beispielsweise auf. Was wir auch machen ist, dass wir bei anderen Unternehmen sagen, gut, wir ziehen mit euch ein Venture hoch. Also eine neue Geschäftsidee. Mhm. Und wenn man damit reingeht, mit denen in Workshops wirklich am Businessmodell alles ausfeilt, das aufs Technische runterbricht und auf einmal dann am Ende eine Plattform hat, mit der man arbeiten kann, das erlebt man halt sonst nicht, weil du sonst sagst, gut, du hast ein Baby und bei mir sind es halt jetzt sehr, sehr viele Startup-Themen, in die man sich, oder auch, das heißt Venture-Themen, in die du dich reinfuchsen darfst und der Mehrwert auch da ist. Ihr denkt euch, okay, das ist ja super schön. Viele haben halt eine Idee und sagen, ich will Tinder 2 oder ich will Uber 2. Und dann musst du dem Kunden erklären, es gibt es halt schon. Du wirst so keine Chance haben auf dem Markt. Klingt für euch jetzt trivial, ist es aber nicht. Und denen dann auch beizubringen, öfters geht es nicht, dann sprichst du eigentlich mit einer Wand und dann sagst du, gut, dann, wenn es sein muss, dann implementiere ich es halt so und dann fällst du halt selbst auf die Schnauze. Ja, aber wenn du denen gemeinsam, also die Erfahrung, die oft nicht haben, das denen abnehmen kannst und dann siehst, was am Ende rauskommt für ein tolles Produkt, ja, oder für ein erfolgreiches Venture oder Startup oder Unternehmen, das macht mir eigentlich am meisten Spaß. Was wünschst du dir, hättest du früher gelernt? Also der Klassiker ist, glaube ich, Nein zu sagen. Das muss ich auch immer noch lernen. Aber ich glaube auch, einfach früher mehr riskiert zu haben.
Echt? Ja. Also schon seit, keine Ahnung, seit 15 Jahren himmel ich die Zuckerbergs dieser Welt an oder auch tolle, und jetzt denke ich mir so, wow, was sich in so vielen Bereichen tut in der Welt, ja, und ich einfach oft nicht den Mut habe oder nicht den Mut hatte, ja, einfach viel mehr zu riskieren, weil ich mich im Nachhinein nur ärgere, ja, dass ich es nicht gemacht habe. Ist das echt, vor allem, weil du ja Unternehmer bist und du bist jetzt nicht unerfolgreich, da ist das schon eine Aussage. Ja, weil es so viele Chancen gibt, wo ich mir denke, um Gottes Willen, ja, wäre ich doch da mal mit reingegangen oder hätte ich das mitgemacht. Mich hat auch ein Startup 2017 gefragt, ob ich nicht Code for Equity machen will. Ja, also ich code für die und ich kriege dann dafür Equity als Beispiel. Ja, und die sind dann explodiert. Die sind jetzt riesig und ich denke mir im Nachhinein, man hätte es halt mal riskiert. Und sowas passiert halt die ganze Zeit und da denke ich mir, ein bisschen mehr Mut, wäre angebracht. Das hätte ich früher machen sollen, ja. Gibt es auch so ein paar Sachen, wo du dir denkst, gut, dass ich es nicht gemacht habe? Weil ich gehe jetzt natürlich raus mit take the risk. Aber das wäre vielleicht auch manchmal nicht so gut. Also... Ja, die gibt's. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich 100 Fälle, aber ja. Obwohl ich drüber nachdenke und reflektiere, fällt mir kein einziges ein. Also es wird 100 pro. Aber ich denke halt nur eben über die vertanen Chancen und nicht über das, was dann eh nicht geklappt hätte. Und bin froh über die Sachen, die gar nicht funktioniert haben, die eine Katastrophe waren, wo ich daraus einfach gelernt habe. Also dieses Riskieren kann zwar manchmal wehtun, aber ich hätte es viel früher machen müssen. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Florian, wie sieht denn so dein typischer Alltag aus, dein Arbeitsalltag oder Alltag tatsächlich? Hast du einen typischen Alltag, Maike? Ja, ich habe zumindest so ein Idealvorstellung. Es klappt nicht immer so, aber irgendwie schon mit so bestimmten Elementen, die ich gerne am Tag geschafft haben möchte. Okay, dann hast du mir was voraus, weil ich habe es nicht. Hast du überhaupt gar keine Routinen? Es gibt ein paar Calls, die stattfinden mit den Teams. Mhm. Um 8 und 9. Ich versuche in der Früh auch, wenn der Hund da ist, mit dem Hund rauszugehen. Das macht einen vielleicht auch nochmal ganz, ganz klar. Und danach muss ich sagen, also es gibt dann klar Netzwerken mit LinkedIn beispielsweise oder Workshops, die gehen dann schon mal einen halben Tag oder einen Tag. Partnerschaften mit den Designern am Konzept arbeiten, in Projekten mal schauen, ob was anbrennt. Es sind ganz viele Sachen, aber die kommen jetzt nicht auf einer täglichen Basis. Also ich würde tatsächlich sagen, jeder Tag ist komplett anders. Es gibt 2 Calls am Tag, die sind safe. Und sonst ist alles anders. Aber man muss auch sagen, es wird fast nie zu viel. Also, dass man dann sich denkt, okay, ich muss jetzt abends noch mal irgendwas machen. Und es wird aber auch fast nie langweilig. Also dass ich jetzt sage, gut, jetzt habe ich um 14 Uhr keine Idee mehr. Jetzt packe ich meine Sachen und gehe heim. Also es ist trotzdem ausgeglichen, sagen wir es mal so. Hast du so ein bisschen... Wir haben ja gerade eben schon am Anfang darüber gesprochen, dass du jetzt so deine 40-Stunden-Woche vielleicht ein bisschen mehr machst. Du nimmst dir aber auch viel Zeit fürs Lesen. Hast du so, das war ja für dich ein Prozess, aber hast du so ein bisschen gemerkt, dass es ein paar Sachen gibt, die tun dir gut, ein paar Dinge, die tun dir nicht gut? Hast du da so auf dich gehört? Also als Beispiel zum Beispiel, ich weiß, ich bin Morgenmensch, wenn ich um 5 Uhr aufstehe, das ist gut, ich brauche aber noch Mittagsschlaf zum Beispiel. Ich habe so zum Beispiel, machst du einen Mittagsschlaf? Nee, würde mir aber, glaube ich, ganz gut tun. Hatte ich bisher nicht, aber ich verstehe es, was du meinst. Ich glaube einfach, niemals zu viele Meetings auf einen Tag haben. Und witzigerweise habe ich die, wenn es kritische Meetings sind, habe ich die lieber spontan, anstatt dass ich mich jetzt 3 Stunden oder einen Tag oder 2 oder länger
davor mental drauf einstelle und mir denke, oder sind, also wenn es angenehme Calls sind, dann können da meinetwegen 100 Calls im Kalender stehen. Aber wenn es auch nochmal unangenehme Calls sind oder unangenehme Meetings, unangenehme Themen, dann habe ich die lieber relativ spontan weg, ja, dass sie nicht zu sehr im Kopf rumschlummern, ja, in 2 Wochen ist das, dass es einfach weg ist, ja, out of the mind. I feel you. Ja. Welche Auswirkungen hat dein Umgang mit Druck und Arbeitszeit auf dein Team, glaubst du? Also ich glaube, ich habe es vorher schon ein bisschen angesprochen mit Indien und Deutschland. Und bei dem deutschen Team ist es tatsächlich so, auch bei dem indischen, aber vor allem beim deutschen Team ist es so, dass man schon immer schauen kann, was sind denn die Prioritäten, ja? Und es gibt fast nichts, außer vielleicht, wenn eine Website oder eine App down ist, ja? Dass es wirklich so lebenswichtig ist. Was ist denn um 17.30 Uhr noch so wichtig, dass es heute unbedingt gemacht wird, ja? Es gibt ein paar Sachen, wo ich mir denke, also wenn man den Designer jetzt anschaut, der hat seinen Kunden und dann kommt vielleicht noch ein Konzept. Und ganz unten kommt der Flo mit seinen LinkedIn-Slides. Und da klopfe ich immer an. Und es ist das Unwichtigste, was es gibt eigentlich. Und dann sagt der Designer, Gott sei Dank auch. Und ich bin natürlich seiner Meinung, wenn was ganz hinten gemacht werden sollte, dann sollten das natürlich solche Slides sein. Ja? Und auch der Kunde, was braucht denn der noch an diesem Abend unbedingt, was unbedingt gemacht werden muss? Also meistens, fast nie ist es so, außer wenn irgendwas down ist. Das heißt, ich glaube, man kann das schon ganz gut separieren und priorisieren eigentlich. Das heißt, sagst du auch mal, oder ist es schon vorgekommen, dass du zu einem Kunden Nein gesagt hast, wenn der gesagt hat, ich brauche das aber noch ganz, der ruft beispielsweise um 17, 18 Uhr an und sagt, ich brauche das noch ganz dringend und du hast aber, sagst du dann auch mal Nein, oder? Also es kam noch nie, glaube ich, vor, dass jemand um 17 Uhr, 18 Uhr gesagt hat, also um 18 Uhr gesagt hat, hier, ich brauche das jetzt noch. Mhm. Ja, es kann sein, also ich gehe dann schon noch ans Telefon, aber sonst halt auch niemand. Und dann sage ich halt, außer es ist wirklich die Website down, also wirklich, dass nichts mehr geht und dann kommen die Umsätze, kommen dann nicht durch, ja. Aber das passiert einmal in 3 Jahren vielleicht. Und dann noch genau abends. Okay. Also eigentlich ist es bei uns, ist es nicht der Fall. Nee. Das heißt, spürst du Druck? Positiven oder negativen? Das ist eine gute Frage. Für mich ist Druck das ist eine sehr gute Frage. Maike, hilf mir mal bitte. Also für mich ist Druck eigentlich immer was Negatives. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass nur durch Druck Diamanten entstehen. Ich bin jetzt ein bisschen lost. Beides. Also ich glaube auch beides einfach. Beides. Man ein Gefühl hat für Druck. Erstmal die Frage und dann kann man drauf eingehen, was negativer und positiver Druck bewirkt vielleicht bei dir, Florian. Ja, also es gibt ja den negativen Druck und da würde ich sagen, der ist relativ wenig vorhanden. Ja, also wenn früher war es so, dass wir auch schlechter aufgestellt waren. Ja? Mhm. Also beispielsweise in der Entwicklung oder dann hast du vielleicht auch mal hier einen faulen Apfel und dann musst du es selber irgendwie, sagen wir mal, lösen und das ist dann negativer Druck, ja. Aber es hat sich ja jetzt langsam auch ein bisschen etabliert. Das heißt, früher war da schon einiges an negativer Druck da und jetzt ist es halt eher der positive Druck zu sagen, gut, wenn man beispielsweise wachsen will als Unternehmen, dann möchte ich das erreichen und muss dafür aber auch raus aus der Komfortzone und in die Wachstumszone mit reinpreschen, springen und dann mache ich es auch gern, aber es muss auch nicht zu viel sein. Also wenn man jetzt sagt, gut, Arbeit wäre da noch für 5 Leute, wenn ich die 5 Leute jetzt aber einstelle, alle direkt, dann habe ich vielleicht auch ein Problem, dass die Kultur dann dadurch etwas leidet. Ja? Ach, Florian, du bist echt ein Posterboy. Du bist echt ein Posterboy. Das ist ja fürchterlich. Also würde ich auch gerne mal später, zum Beispiel, ich habe auch den Sven gesehen, der auch dabei ist, der viele Startups da auch
im, sagt man, im Petcare und unterstützt, ja, da ist es manchmal vielleicht auch eine andere Challenge, weil du halt dann wachsen musst. Mhm. Ne? Musst die Leute mit reinbringen. Und ich muss sagen, momentan, also alle, die im Call sind, haben einen riesen Vorteil, weil ihr momentan einzigartig seid, durch diese Explosion in der Wirtschaft momentan. Was sich da tut, ist für mich ziemlich schlecht, ja, weil die tollen Ressourcen, die auf dem Markt sind, also die gibt es nicht mehr so. Und wenn ich wachsen wollen würde, würde ich sagen, okay, ich habe jetzt ein paar tolle Kandidaten, aber wegen der und der Thematik passt es nicht. Und früher hätte man noch sagen können, mei, ich suche mir die und die Person einfach raus. Und jetzt ist es nicht mehr ganz so einfach. Und dann sagt man lieber, ganz ehrlich, lieber Kunde XY, dann klappt es halt nicht. Aber ich habe nicht in den sauren Apfel gebissen. Und bei anderen Unternehmen, vielleicht kann der Sven dann später mal was dazu sagen, ist es halt so, vielleicht heierst du dann die Person halt trotzdem, wenn sie halt zu 80% perfekt ist, aber eben nicht zu 100. Ja. Das heißt, du persönlich für dich priorisierst eine gute Nacht voller Schlaf und weniger negativen Druck vor Wachstum über allem. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Und es klingt jetzt auch ziemlich weise, ja, wie ein weiser Mann, was ich hier alles erzähle. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen, wenn man dann ein paar Jahre im Business ist, ich finde, dann kann man das auch lernen. Also vor 3-4 Jahren, wenn da ein Auftrag, keine Ahnung, 100.000 Euro, ja, dann sagst du, du machst alles, um den reinzukriegen. Ist ja klar. Und da gibt es keine Herausforderungen. Und jetzt ist es halt so, dass man sagt, gut, schade, wenn es nicht klappt, ja, aber aufgrund der Rahmenbedingungen mache ich es halt einfach nicht. Ja, es muss ja nicht unbedingt sein. Ja, und das ist, glaube ich, auch, ich glaube, der Flo von vor 3-4 Jahren würde wahrscheinlich vielleicht angewidert sein, weil sie denken würde, was ist los? Wo ist die Vision hin? Was machst du? Du musst doch jetzt Gas geben und die Welt erobern. Versuche ich auch noch, klar, aber vielleicht nicht in dem Maß, wie es früher war. Also zwei Sachen, Flo. Einmal Weltherrschaft. Das mache ich schon. Der Job ist vergeben. Also das ist durch. Und was mir die ganze Zeit einfällt, ist, erstens haben sich deine Werte von zu vor 4 Jahren zu jetzt verändert, aufgrund, weil sich auch deine Umgebung und deine Situation verändert hat. Beziehungsweise bist du dir deiner Werte überhaupt bewusst, was dir wichtig ist und was dir nicht wichtig ist? Was eigentlich eine rhetorische Frage ist höchstwahrscheinlich, aber ich möchte sie trotzdem stellen. Also ich glaube, die klassischen Werte haben sich jetzt nicht groß geändert, ja, wenn es um Themen geht, wie Respekt und Wertschätzung, diese Thematiken. Also ich glaube, das war damals auch schon vorhanden. Deswegen Werte würde ich sagen, vielleicht etwas weiterentwickelt, ja, aber nicht viel, aber mehr halt Ansichtssache von was mir halt jetzt wichtig ist, und was es mir halt vor 3-4 Jahren wichtig war. Und ich finde es auch immer noch klasse, dass ich es damals so gesehen habe, weil sonst vielleicht, wenn du halt sagst, gut, ich mache mich jetzt selbstständig und ich schaue, dass ich 30, 40 Stunden die Woche arbeite, weiß ich halt nicht, ob dann irgendwann genug Kunden einfach vorhanden sind, gleich im ersten Monat. Ja? Deswegen finde ich es auch im Nachhinein, wer weiß, was passiert wäre, ja, gar nicht so schlimm, nur wenn ich es jetzt immer noch so sehen würde und diese absolute Hustle-Mentalität hätte, dann fände ich es wahrscheinlich schlimm. Das heißt, für alles gibt es einen richtigen Zeitpunkt? Ja, okay. Definitiv. Da bist du, Maike. Ich habe ein bisschen, wir sind schon ganz schön, also wollte ich nur kurz den Hinweis geben. Genau. Weißt warum? Ja, genau. Ich würde nur noch die letzte Frage deswegen stellen. Florian, wofür würdest du denn als Leader gerne in die Geschichte eingehen? Was soll in den Geschichtsbüchern stehen? Der Leader, der Deutschland und Indien zusammengebracht hat. Und das klingt jetzt super simpel. Ja, okay. Aber einfach, nee, ist nicht so easy. Sorry. Nee, voll cool. Ja.
Wolltest du das noch elaborieren und ich bin dir ins Wort gefallen? Nee, ist ein guter Schlusspunkt zu den Fragen von euch. Und ich glaube, die Alexa wollte auch was sagen, glaube ich. Ja, wenn ich darf, sehr gerne. Total gerne. Und zwar, also ich bewege mich auch im Bereich Stressmanagement und habe mich so ein bisschen auf Startups spezialisiert. Und ich fand es gerade sehr spannend, was du gesagt hast. Und was ich ganz oft erlebe, ist, dass es eben GründerInnen sehr schwer fällt, zum Beispiel Verantwortung abzugeben und auch diesen Druck, den sie sich oft auch selbst machen, was ja total klar ist, weil es ist ja mein Baby. Ich will ja, dass es wächst, dass wir Kunden generieren. Ich habe für Leute Verantwortung, ganz klar. Aber es ist manchmal schwierig, weil der Druck sich natürlich überträgt. Also deswegen finde ich auch euer Programm total sinnvoll, weil je nachdem, wie ich mich als LeaderIn positioniere bezüglich Druck und Stress, das ist ja auch was ich weitergebe an meine Angestellten. Und meine Frage an dich wäre jetzt so ein bisschen gewesen, du hast ja für dich deine Mentalität dahin so ein bisschen dahingehend ein bisschen geändert. Was würdest du anderen GründerInnen sagen oder raten, die noch so total im Hustle-Modus sind und vielleicht mit der Mentalität erstmal noch gar nicht in Berührung gekommen sind? Oder was hättest du für einen Rat oder was würdest du denen mit auf den Weg geben? Boah, ich würd die Frage dann, nachdem ich eingegangen bin, gerne mal an dich dann auch zurückschießen. Ich glaube, ich könnte es nicht beantworten, also nicht generalisieren, weil es wirklich bei jeder oder jedem anders ist. Ja, also manche zum Beispiel, wenn die jetzt sagen, hey, ich komme jetzt aus meinem Job und ich habe den jetzt aufgegeben und ich möchte einfach gerade nichts anderes machen und ich gehe in diesem Purpose so unglaublich auf und dann sage ich, du musst aber 30 Stunden die Woche machen, dann wäre das falsch. Wenn ich aber schon sehe, dass jemand sich selbstständig macht, weil sie oder er einfach das nicht mehr packt, ja, mit zu viel Druck oder ähnlichem oder einfach komplettem Hasseln, dann ist es so, dass ich mir denke, gut, dann solltest du schon auch reduzieren und schauen, was kann ich denn für einen Ausgleich auch machen. Also das finde ich immer ganz, ganz spannend. Es muss ja nicht direkt, dass du wirklich auf keine Ahnung, 30 oder 20 Stunden runtergehst, sondern vielleicht einfach mal schauen, nicht die ganze Zeit zu arbeiten. Und damit meine ich jetzt nicht, also als Ausgleich jetzt nicht unbedingt dann in LinkedIn zu scrollen oder Ähnliches, sondern halt dann schon wirklich auch, wie es die Maike vorher gesagt hat, rauszugehen und da das schaffen, eben damit klarzukommen. Aber ich würde nicht sagen, liebe Gründerinnen und Gründer, jetzt chillt mal eure Base. Also das würde ich jetzt nicht sagen. Alexa, was würdest du denn raten? Ja, ich glaube, wir es vorhin auch von dem Thema, was ist zu viel Druck, was ist negativer Druck, positiver Druck hatten. Ich glaube, dass oft so ein bisschen nicht so das Verständnis dafür herrscht, dass ich, also es ist ja immer die Frage, wann wird Druck zu viel und wann wird Druck negativ. Und ich glaube, eine ganz lange Zeit lang ist Druck sehr auch motivierend, auch für das Team. Ne? Wenn ich eine Deadline habe und weiß, darauf arbeite ich hin, das ist ein Projekt, das ist uns wahnsinnig wichtig, dann macht Druck ja auch viel Sinn. Ich glaube nur, dass wir gerade in dieser kapitalistischen, modernen Gesellschaft, wo Überstunden ja oft auch schon fast irgendwie cool sind und dazugehören, ne? So in der Hustle-Culture, wenn man mal ehrlich ist, glaube ich, versteht man häufig nicht, wann ist Druck zu viel Druck und wann würde es Sinn machen, Wichtigkeit vielleicht rauszunehmen oder wie du vorhin auch gesagt hast, vielleicht neu zu priorisieren, anstatt noch mehr Druck draufzugeben. Weil das haben wir ja irgendwo gelernt. Also ich komme mit Stress irgendwie weiter, wenn ich mir viel Druck mache, und irgendwie mein Perfektionismus rauskehre. Oftmals funktioniert das, aber gerade wenn es um Stress oder vielleicht auch in Richtung Burnout zum Beispiel geht, also konstanten Druck habe, dann würde es manchmal mehr helfen, eher wieder ein bisschen Priorität, Wichtigkeit, wie auch immer man es nennen möchte, herauszunehmen, weil die Leute dann natürlich auch viel besser agieren können und viel, wie du auch gesagt hast, kreativer sind, einfach wieder entspannter arbeiten können. Also ich glaube, das ist mehr so das Problem. Ich möchte was sagen. Es geht ja hier nicht nur um dich, wenn du gründest, sondern das wird so ein bisschen gerade vergessen bei dem Druck meines Erachtens. Du hast ja auch eine Verantwortung für die Leute in deinem Team und deine MitarbeiterInnen. Wie sehr du das mitgibst oder nicht mitgibst, das möchte ich nur als Gedanken mitgeben. Mhm. Also ist die eine Sache, was du für dich selbst entscheidest. Aber als Vorbildfunktion und auch deine Erwartungen, die du hast an dein Team, an die Leute, die in deinem Unternehmen sind, das sind ja, eigentlich sind die Sachen auch gekoppelt
Oder, das würde ich als offene Frage hier mal reinstellen. Also doch nicht gekoppelt, sondern ja auch gerade auf der Ebene, auf der man sich bewegt in beide Richtungen und oben, unten, links, rechts, wo du ja auch genau das wieder ausarbeiten musst, sagen kannst, okay, gut, selbst wenn du für dich selber sagst, ich habe eine gute Basis, wo ich klarkomme, wo mein Team klarkommt, wenn von der Seite oder von oben da jemand dagegen grätscht, bist du ja auch wieder ganz anders aufgestellt. Und auch da gerade, Katrin, was du vorhin hattest, wenn du frisch in der Führungsrolle bist und sagst, okay, gut, ich will es anders machen, ich möchte es anders machen, hast dann aber eben einen Vorgesetzten, der eben mit viel Druck reinkommt, dann ist das, glaube ich, auch super schwierig, weil genau dann kannst du nicht sagen, ich mache jetzt aber 18 Uhr Feierabend, weil es ist mir egal, der hängt mir aber am Telefon. Ja, also das ist, glaube ich, auch so eine Sache, wo du ja selber auch lernen musst, zu kommunizieren in die anderen Richtungen, nicht nur als Vorbildsfunktion. Also ich habe ein paar Schützlinge, da ist es genau so, wo ich habe eine Person, die ist in der Führungsrolle und grenzt sich klar ab. Ihr oder ihm wird aber täglich ein schlechtes Gewissen gemacht. Das ist dann so, und das ist ein stetiger Kampf, wo ganz viel Energie auch verloren geht. Darf ich was hinzufügen? Ray, ich erkenne dich schon an der Stimme, na klar. Ich habe leider meine Kamera nicht an, weil ich bin gerade unterwegs, bin telefonisch per App zugeschaltet. Ich finde, man muss auch Druck ein bisschen holistisch betrachten und nicht nur aus einer Leadership-Perspektive, weil die eigentliche Arbeit, die man verrichtet, hat auch viel mit Organisationen und Prozessen zu tun. Und sozusagen value-driven activities, also Aktivitäten, die ich tue, die wirklich was nach vorne bewegen, im Gegensatz zu Aktivitäten, die ich tue, um etwas nach vorne zu bewegen, aber mir die ganze Zeit Blockaden gesetzt werden. Mhm. Und ich glaube, wenn das im Zweiten der Fall ist, dass man Aktivitäten nach vorne bringt und aber die Organisation und Prozesse so gestaltet sind, dass es sehr viele Blockaden sind, dass das dann halt auf einen negativen Druck hinausfällt. Und wenn dann noch die Leadership dazu kommt und den Druck da aufbaut, dass es da sehr stark ins Negative gehen kann, wo aber wenn dann die Prozesse und Organisation aber gut gestaltet sind, sodass man die Themen gut voranbringen kann und dann der Druck da von der Leadership kommt, dass man eher in den positiven Druck rüberkommt, weil man sieht, dass halt man schnell Themen und Energie bewegen kann. Mhm. Ja, da fällt mir jetzt gerade noch mal zu ein. Danke, Ray. Wie Florian das vorhin schon gesagt hat, mit den zu wem, wann Druck vielleicht auch passt, zu welcher Situation und wann nicht, das abzuschätzen ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und dafür muss man auch in seinem Team individuelle Druck, also das Team muss verstehen, jeder Einzelne für sich, wo ist denn, wie viel Druck ist, was ist denn für mich Druck, was ist für mich positiver Druck, was ist negativer Druck, und dann aber auch als Leader zu verstehen, bei dem zum Beispiel, bei der Person weiß ich, da kann bestimmter Druck hilfreich sein und da nicht. Ich glaube, das ist auch nochmal was, was man als Leader nicht unterschätzen kann, unterschätzen darf, wie man mit Druck und Ausgleich umgeht. Generell als Mensch, oder? Generell als Mensch. Geht uns alle. Jeder mit. Geht, ja, stimmt. Es geht uns auch in jeder Situation so. Hör mal, Florian, willst du jetzt noch mal eine Runde mit Sven quatschen? Jetzt würde ich sogar auch mal was ergänzen, wenn ich darf. Gerne. Immer. ich würde auch sagen, also Anti-Hustling heißt ja nicht neues 9-to-5, sondern es heißt flexibel seine Zeit einzusetzen. Was für mich zum Beispiel heißt, ich fange zwar sehr früh an, aber dann gehe ich mittags vielleicht mal 2 Stunden mit dem Hund und mache vielleicht noch andere Dinge. Also für mich geht es mehr um die Summe der Zeit, die ich arbeite, die ein gewisses Level nicht übersteigen sollte, als jetzt zu sagen, so wie früher in kleinen Innenstädten, Mittwochnachmittag immer geschlossen. Also ich würde sagen, es geht ums flexible Arbeiten, seine Zeit flexibel und auch mal den Bedürfnissen anzupassen. Ist aber auch wieder Typsache, muss man auch sagen. So wie, glaube ich, vieles. Es muss immer zum eigenen Typ passen und zur Kultur des Unternehmens. Total. Dürfte ich auch was dazu sagen? Vielleicht als komplett branchenfremder. Ja. Also ich merke, das geht hier hauptsächlich Startups und IT-Geschichten, soweit ich das jetzt mitgekriegt habe. Also ich bin aus einer komplett anderen Branche, ich arbeite in der Logistik, auch in der Führungsposition schon seit mehreren Jahren.
Ich meine, bei euch allen ist es ja so, dass ihr viel projektbezogen arbeitet. Und da ist das ja relativ einfach, in Anführungsstrichen, sage ich mal, sich die Zeit einzuteilen. Hier bei uns ist es so, dass wir ja viel im Day-to-Day-Business mit den Kunden agieren. Und da ist es halt sehr schwierig zu sagen, okay, ich fange jetzt um 13 Uhr an, weil ich arbeite heute mal mit Amerika. Also hat denn da der Flo auch einmal einen Tipp für mich, wie ich hier mein Team entspanne und von 10 Stunden runterkomme oder auch 16? Boah, das geht ja schon fast in die, in der IT sagt man DevOps, in die Operations mit rein. Das ist ja natürlich auch spannend, wenn bei euch in der Logistik 10 LKWs jeden Tag umfallen und die gefixt werden müssen. Ist es so? Also dass die Zeit, dass du nicht einschätzen kannst, an welchen Tagen es mehr wird. Also zum Beispiel, du hast an einem Tag, wo bei euch ein LKW umfällt. Ja? Ich bin dazu natürlich noch in der Spezialdisziplin hier unterwegs. Wir supporten viel Automotive im Bandstillständen und so weiter. Das heißt also, wir sind ja vielleicht auch nicht das Paradebeispiel einer Spedition, da wir 24/7 arbeiten. Aber wir merken, dass hier jetzt zum Beispiel, jeder kriegt es ja mit, dieses Bottleneck, was wir aus Asien haben und so weiter und so fort. Das heißt, momentan sind wir stark asienlastig. Vor 3 Monaten waren wir viel USA-Mexiko-lastig. Also wir können es gar nicht, also wir wissen gar nicht, was morgen ist zum Beispiel. Heute ist ein kompletter, ja, gechillter Tag. Also ich gehe nachher um 15 Uhr wahrscheinlich nach Frankfurt einkaufen. Aber das ist einer der wenigen Tage leider, der uns hier in der Logistik auch durch Covid erwischt hat. Normalerweise, also ich versuche die Zeiten fürs Team zumindest niedrig zu halten, dass wir bei 9,5 Stunden rausgehen. Aber ja, rein theoretisch könnte jeder hier 12 Stunden arbeiten und wir wären immer noch nicht fertig. Mhm. Aber ist es bei dir so, dass du auch jetzt wie heute oder gestern Tage hast, wo dein Team auch sagen kann, gut, ich kann mir den Nachmittag jetzt auch gönnen, also weil heute einfach wirklich mit Asien einfach weniger zu tun ist und am anderen Tag nicht? Nee. Oder ist es generell also, schwierig. Ja, es ist halt schwierig. Die Workload wird ja immer höher bei den Leuten. Also klar, was wir eingangs ja schon hatten, dass die 20er-Generation nicht arbeiten möchte, so möchte ich es jetzt mal behaupten, ohne irgendjemanden hier anzugreifen. Viele, das beliebte Wort Work-Life-Balance, Maike kennt mich ein bisschen seit ein paar Jahren. Ich bin, glaube ich, eher so der typische Workaholic. Aber ja, es ist, das Problem ist, bei uns ist halt, wenn kein operatives Geschäft ist, haben wir immer noch administratives Geschäft, was im operativen Teil des Tages halt liegen bleibt. Das heißt, haben wir ein bisschen Entspannung, müssen wir an anderen Tagen wieder anders arbeiten und andere Sachen aufholen, sage ich mal, die liegen geblieben sind. Ich denke, das unterscheidet halt, glaube ich, uns beide ein bisschen von unserer Arbeitsart und Weise, da ihr viel im Projekt arbeitet oder kundenspezifisch arbeitet, weil was angefragt wird, aber hier haben wir quasi, du kommst morgens rein, du hast 15 Aufträge, die du erstmal bearbeiten musst als Beispiel, die heute 15, morgen 30, übermorgen 55 sein können. Mhm. Also ich weiß schon, dass es in der Logistikbranche auch manchmal ganz schön gar zugeht. Ist es dann so, wenn du sagst, dein Team, also seid vielleicht, keine Ahnung, auch im Office arbeitend, habt ihr, oder wirklich on the field, ist ja auch nochmal ein großer Unterschied, da werden da die Überstunden, sagen wir mal, aufgeschrieben oder auch nicht? Nee, doch, also das machen wir schon. Also wir haben eine Stechuhr hier, geben den Leuten teilweise, dass wir sagen, okay, Leute, die nicht am Flughafen sein müssen, können auch teilweise von zu Hause aus arbeiten. Bin ich persönlich jetzt auch kein Freund davon, da wir hier viel tägliches Geschäft haben, ins Lager gehen, zu den Fluggesellschaften gehen und so weiter und so fort. Da ist es immer ziemlich schwierig, sage ich jetzt mal, das alles so umzusetzen, wie das viele gerne hätten. Und ich weiß auch von vielen Kunden, wie gesagt, Automotive oder auch andere Unternehmen, dass die Produktivität gestiegen ist während Covid im Homeoffice, also dass Teams viel besser gearbeitet haben, weil sie zu Hause waren. Das habe ich auch als Feedback von vielen Kunden gehört. Aber es gibt halt auch wiederum die anderen, die ihre Terrassen bauen und sich trotzdem einstechen. Ja? Mhm. Also diese Beispiele hört man halt so, dadurch, dass wir ein relativ breites Feld abdecken, industrieseitig, oder hört man halt alle möglichen Vor- und Nachteile davon. Ja? Und hier ist es halt schwierig. Also wir waren auch ein Büro, was komplett besetzt war. Mein England-Büro,
beziehungsweise meinen Spanien-Büro, für den ich auch noch zuständig bin, war komplett im Homeoffice gewesen. Also die konnten wir ohne Probleme komplett anderthalb Jahre zu Hause lassen. Also da, die werden auch nicht wiederkommen. Also schon arbeitstechnisch, aber die werden nicht mehr im Büro arbeiten. Was würden denn Katrin und Maike da, also ich muss sagen, es ist ein bisschen schwierig, dass du die Mitarbeiter auch nicht verlierst, Marco. Was würdet ihr beiden dann da empfehlen? Ja, Maike. Also nein, also ich habe, ich wollte einmal kurz die Kurve. Ich habe da auch nicht die perfekte Lösung, auf gar keinen Fall. Also ich habe übrigens, Marco, ich habe 7 Jahre lang bei Leckerland gearbeitet und danach bei einem großen Bio-Obst- und Gemüsehändler. Also ich fühle auf jeden Fall einigermaßen so deine Probleme, die du hast. Ich kann mich zumindest ein bisschen reinversetzen. Ob ich die Lösung habe, ist eher fraglich. Ich glaube, wenn wir von Anti-Hustle-Culture sprechen, geht es auch eher darum, um diese Verherrlichung von harter Arbeit, dass man nur wertvoll ist, wenn man halt diese 12 Stunden arbeitet und sie auch konstant arbeitet. Und ich hatte gerade noch einen Gedanken, den habe ich gerade verloren. Genau. Und die Sache ist, dass der große Unterschied ist, dass Florian einen Einfluss hat darauf, wie mit der Arbeitszeit seiner Mitarbeiterinnen umgegangen wird, wie stark er sie belasten möchte. Und diesen Griff, habe ich das richtig verstanden, Marco, hast du nicht, korrekt? Ja und nein. Also ich habe schon, hätte ich schon, aber da kommt halt wiederum das Problem, dass wir in unserer Branche hier zum Beispiel, also ich könnte es entspannen durch mehr Mitarbeiter. Punkt. So. Das ist aber aktuell nicht möglich, da wir hier einfach ein Arbeitnehmermarkt geworden sind, was den Frankfurter Flughafen anbetrifft oder allgemein in Europa. Und ganz ehrlich, diesen Scheißjob will halt einfach keiner machen. So, Punkt. Um es auf den Punkt zu bringen, das ist nicht sexy, das ist nicht toll. Du wirst hier Tag ein, Tag aus, ich sag mal, getreten. Ja, ich meine, wenn irgendjemand von euch mit Automotive zu tun hat, der weiß, was da los ist und wie es da zugeht. Also ich bin selber auf vielen Calls mit großen Automotive-Herstellern wie Volvo und JLA. Und ganz ehrlich, also ich will manchmal kein Lieferant sein, da bin ich froh, dass ich der Spediteur bin. Also da geht es schon ziemlich hart zur Sache, ja. Und ich glaube, das ist halt auch ein ganz, ganz großes Problem. Ja, vielen Dank, Marco. Entschuldigung, Nee, dann habe ich das Schlusswort gebracht, danke. Achso, nee, dass wir haben noch 2 Minuten. Falls noch jemand irgendwie eine Frage hat, die können wir irgendwie nehmen. Vielleicht noch der Sven ganz kurz, wenn man es mit dem Bildungspunkt mit Startups macht. Super gerne. Was genau? Oder was wollt ihr? Also stell dir vor, ich sage, ich will nicht unbedingt wachsen, ich muss nicht. Und ist auch nicht schlimm, dann halt nicht. Dann gibt es halt weniger Projekte, weniger Umsatz, weniger Profit, kein Problem. Aber ich bin glücklich, ja. Und du bist ja auch viel mit Startups verwandelt, die eher vielleicht auch mal ein Investment kriegen. Wie ist es denn dann, oder ihr habt einfach dann vielleicht einen anderen Wachstumsdrive, ja. Was machst du dann, wenn du dann einen Mitarbeiter hast, der vielleicht zu 80% perfekt ist oder nicht zu 100? Wie macht ihr das? Ich würde sagen, einer der Schlüsse ist einfach richtig zu priorisieren. Ja, ist so. Und ist mir auch in der Runde aufgefallen, es wird so oft von dringend und wichtig gesprochen, ohne dass, glaube ich, immer der Unterschied 100%ig klar ist. Und das ist so einer der Punkte, den, glaube ich, mein eigenes Team schon nicht mehr hören kann und auch manche Kollegen. Die gute alte Eisenhower-Matrix. Schau, was wichtig und dringend ist und was wichtig und dringend zusammen ist. Und dann wird vieles schon extrem leichter fallen im täglichen Doing. Ey, für mich das perfekte Schlusswort. Es gibt kein perfekteres Schlusswort. Flo, Maike, seid ihr, also nicht, weil ich jetzt, aber ich finde es einfach so schön. Ja. Hammer. Es gibt halt einfach alte Methoden, die aber immer noch den Sinn haben und sinnhafter werden für uns heutzutage. Ja. Vielen Dank. Exzellent, Sven. Dann würde ich sagen, es war mir eine Freude. Flo, möchtest du noch was sagen? Du bist hier an der Seite. Ja, ich finde es toll, dass ihr alle dafür die Zeit gefunden habt. Ja, mega cool. Und dass es auch so interaktiv war. Und ich würde mich auch freuen, wenn wir alle, ein paar haben schon verlassen, aber auch Jeanette, Sven, Alina, Thomas, Verena,
Leila, Birgit, Emanuel, Jens, Claudia, Carsten, Julia, Marco und Marco auch gerne mal in Kontakt bleiben in LinkedIn oder auch via E-Mail oder ähnliches. Würde mich freuen, wenn wir da nicht auch den... Ah, wartet. Ja, ich habe nämlich noch die Kontaktdaten, die habe ich vergessen zu zeigen. Habe ich extra noch gemacht. Gib mir noch einen Moment. Rede ruhig weiter. Das war mein Schlusswort. Jetzt aber schnell. Ja, aber guckt, hier habe ich, da könnt ihr euch, warte, Darstellung, Vollbild. Hier habe ich alle unsere Kontaktdaten. Vielleicht wollt ihr euch das screenshotten oder so, nur damit ihr wisst, wo ihr uns kriegen könnt. Ja, ich glaube, ich würde auch gerne solche Diskussionen, wie wir es gerade auch so ein bisschen hatten, zum Beispiel auch mit dir, Marco, gerne offline weiterführen. Ja. Also solche Sachen sind ja genau solche Denkanstöße, die wir brauchen. Ja, was sind denn die Themen, die jeden von uns driven und warum kriegen wir die Balance oder den Ausgleich nicht hin vielleicht? Und von daher sehr, sehr gerne, lass uns in Kontakt bleiben. Super. Ja, Marco habe ich. Ihr alle habt noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank für eure Zeit. Danke. Vielen Dank. Bis Nachmittag. Ciao.